Okay, hier ein kurzer Vergleich von Sketchometrie zu GeoGebra. Was die wenigsten wissen, ist es auch bei GeoGebra möglich, Freehand-Eingaben zu machen. Es ist im drittletzten Menü ein Stift eingebaut. Dieser Stift ist jedoch eher dafür gemacht, dass man jetzt zum Beispiel schreibt. Ich habe jetzt hier meinen Stylus verwendet zur Eingabe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Freihandskizze erkennen. Und das ist sehr, sehr mächtig, weil man kann hier mit der Maus oder mit dem Stift zum Beispiel eine gerade zeichnen oder eine Strecke zeichnen, hier mit Anfang und Endpunkt, und schon wird diese Strecke erkannt. Das Ganze ist natürlich auch wieder interaktiv. Was aber da noch viel, viel mächtiger ist, ist zum Beispiel die Eingabe von Dreiecken. Okay, das war jetzt nicht so schön. Hier ein Dreieck, das dann sofort beschriftet wird und eben auch wieder vermessen ist und natürlich auch veränderbar ist. Und zum Beispiel auch Kreise sind möglich. Auch kein Problem. Wenn man mal mit einer Ellipse, wird sehr schwierig werden. Aber das Nette jetzt hier an GeoGebra ist, dass zu diesem Kreis nicht nur die Zeichnung erstellt wird, es wird nicht nur das Kreis erkannt, sondern wirklich auch die Kreisgleichung, die man eben hier da sieht, f x Quadrat und so weiter in der allgemeinen Form. Das heißt, die Interaktivität von GeoGebra ist gegeben, aber auch das Zusammenspiel von Algebra und Grafikfenster. Und als letztes Highlight zeige ich vielleicht noch die Erstellung einer Freihandskurve oder Freihandfunktion. Auch das ist in GeoGebra möglich. Man sieht, hier ist eine Funktion namens G erstellt worden mit Freihandfunktion, mit der man wieder weiterarbeiten kann. Das Spannende ist vielleicht, dass ich diese Freihandsfunktion sogar schneiden kann. Das heißt, ich kann da jetzt wirklich nur mit der weiterarbeiten. Okay, das hat gerade nicht funktioniert. Beziehungsweise ich setze hier einfach Punkte drauf und man könnte sehr viele numerische Dinge, wie zum Beispiel hier das Integral von dieser Freihandfunktion g vom x-Wert nach g zum x-Wert von h berechnen. Ist ja ein numerisches Integral, das GeoGebra hier berechnet. Und man sieht tatsächlich, man kann mit dieser Freihandfunktion arbeiten und das bleibt auch interaktiv. Das heißt, da bieten sie unglaublich viele Möglichkeiten an, mit diesem Werkzeug Freihandskizze erkennen. Okay, danke fürs Zuschauen.